Okay. Zeit läuft. Heute bei einer Stimme, Mello Mark. Thema Außenpolitik. So, wenn ich mir deine Texte angucke und gucke, was du so machst, ja, da spielt das immer schon so eine Rolle, so ein globaler Grundgedanke, der da immer wieder auftaucht. Ja. Was ist für dich wichtiger als politisches Thema? Außenpolitik oder das, was hier innen bei uns in Deutschland passiert? Also ich werde immer mehr zum Innenpolitiker. Weil früher war ich, und es ist auch, glaube ich, normal, dass man als junger Mensch, der dann auch noch reist, sagt, Mann, was ist das für eine ungerechte Verteilung auf der Welt? Mhm. Und man versteht diese Dinge vielleicht mit der Zeit ein bisschen besser, auch wenn sie nicht dadurch okay sind. Versucht aber irgendwie auch Ansätze zu finden, wo man selber als Mensch überhaupt irgendwas beitragen kann. Und die sind vor allem in der unmittelbaren Umgebung. Ich habe kaum Geld einzusetzen, um irgendwelche positiven Dinge zu machen, aber ich kann kleine Dinge vielleicht doch tun. Ich unterstütze auch Viva Con Agua, ich unterstütze Baobab Family, ich unterstütze Wasser, Trinkwasserversorgung in der dritten Welt. Ich reise auch und in den letzten Jahren bin ich vor allem nach Afrika gereist. Also was mich eben interessiert, ja, an solchen Themen ist, dass du auf der einen Seite natürlich sagst, klar, die Welt ist mir ganz, ganz wichtig, da will ich irgendwas tun, irgendwie auch das Richtige tun. Auf der anderen Seite, was ist denn das Richtige heute? Ich bin jetzt nicht der Weltretter. Ich habe zwar einen Song geschrieben, der Revolution heißt und der auch einen gewissen Aufruf ist, aufzuwachen und bewusst zu leben. Und ich lebe eben so bewusst, wie ich kann. Aber ich bin wahrscheinlich immer noch kein Vorbild, da gibt es bestimmt ein paar bessere. Aber was mir in meinem Leben passiert ist, ich habe zwei Kinder und ich wohne jetzt auf einem Bauernhof außerhalb von Berlin. Delitz, genau, da wo der Spargel wächst. Ja, und zwar ganz schön. Mir tut es total gut. Wir haben da einen kleinen Kosmos und ich merke, viel kleiner ist der Kosmos auch nicht, als wenn ich in einem Berliner Kiez wohnen würde. Ich denke eben vor allem, die Politik passiert im Dorf, im Kiez, ja, da passiert schon was. Wählst du denn, wenn du zur Wahl gehst, wählst du, damit sich für dich was verändert? Also damit du irgendwie in deinem Umfeld Erleichterungen hast, meinetwegen Kita-Platz und so eine Geschichte, oder wählst du, damit es anderen Leuten besser geht? Also meine Hauptmotivation, zur Wahl zu gehen, ist nach wie vor die gute alte Nummer, vielleicht bin ich da auch gehirngewaschen, wenn du nicht gehst, gibst du damit den Rechten eine Stimme mehr. Das ist immer noch meine Motivation und noch mehr, seitdem ich in Mark Brandenburg auf dem Land wohne. Ist das bei euch in Belitz ein Thema? In Belitz ist Gott sei Dank sehr angenehm. Und ich denke, naja, rechte Gesinnung muss nicht immer radikal sein. Man trifft sie letztendlich auch schon in Berlin, ja. Und deswegen, man trifft sie ja letztendlich irgendwie überall. Und dann gibt es ein paar Rechtsradikale, die dann aber auch eher auf der Karte eher rechts in Brandenburg dann sind, also mehr Richtung polnische Grenze, da findet man dann viel mehr. Wir waren zum Beispiel neulich in Eisenhüttenstadt am Flüchtlingsheim und das hat mich halt sehr berührt. Da waren ein paar Leute aus Eisenhüttenstadt, Frankfurt-Oder, die da gesagt haben, wir machen jetzt hier was und Abschiebethemen sind Themen. Wir wollten eigentlich noch ein Kinderfest machen, weil in diesem Flüchtlingsheim sind tatsächlich 700 Insassen und 300 davon Kinder. Mhm. Das war so ein bisschen das, was uns abgeschreckt hat. Und, das Thema bewegt dich, guckst du dir dann Wahlprogramme an und guckst, was die Parteien zum Thema Asyl gezielt sagen? Oder verlässt du dich da auf deine Intuition oder wie entscheidest du dann? Ich glaube, dass die Wahlprogramme, die kurz vor der Wahl rauskommen, teilweise auch sehr auf Wahl abgestimmt sind. Und das sagt mir meine Erfahrung als Wähler, dass Wahlslogans und Wahlreden und Versprechen, und das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass sie oft nicht gleich eingelöst werden, wenn überhaupt. Mello Mark, Abschlussfrage, wem vertraust du beim Wählen gehen, Herz oder Verstand? So, ich versuche eine Mischung. Erster Impuls ist Herz und dann nochmal mit Verstand. Lieber doch nochmal nachprüfen. Ich glaube, das ist ganz sicher. Danke, dass du da warst. Okay, vielen Mello Dank Mark, euch, vielen Dank für eure Zeit. Stimme. Jo. Thank you.